Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es mal wieder ran, dass wir etwas für unsere Straße bauen, und zwar so einen schicken getunten Wagen. Muss einfach mal sein, in der Großstadt gehören getunte Schlitten natürlich auch hier zum, ja nicht unbedingt zum Tagesbild, sondern eher mehr für die Nachtszene. Und damit wir dann natürlich noch ein bisschen was kriegen, fangen wir natürlich heute mit so einem schicken getunten Wagen an. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für diesen tollen, getunten Wagen beginnen wir erstmal nicht damit, ihn uns gleich zu bauen, sondern erstmal was vorzubereiten. Und zwar brauchen wir dafür wieder einmal den Webstuhl. So, dann schnappt er einmal ein schönes, weißes Banner. Daraus wollen wir jetzt unsere Scheinwerfer einmal basteln. Dazu nehmen wir natürlich jetzt einmal die Farbe unseres Wagens. Bei mir ist der Hauptteil natürlich ein bisschen dunkel gehalten, von daher nehmen wir hier einfach mal schwarz. Dann machen wir erstmal hier so ein schönes Pluszeichen rein. Dann einfach nochmal einmal den Rahmen und dann habt ihr eigentlich schon das Ganze fertig. Wozu ich mir jetzt Weiß noch rausgeholt habe, keine Ahnung. So, jetzt haben wir natürlich dieses schöne Banner uns einmal gecraftet. Das wollen wir einmal in den Boden versenken. Und ich mache jetzt mal einfach mal so, dass der Wagen auf eine Dreierbreite ist. Das heißt, an den Seiten setze ich mir jetzt erstmal zwei normale Banners davon und in der Mitte einfach mal ein schwarzes Banner. Um den Wagen dann natürlich jetzt weiterzubauen, holen wir uns natürlich jetzt ein bisschen mehr Material raus. Das heißt, jetzt erstmal ein bisschen schwarzen Beton. Polierte Schwarzsteintreppen, davon nochmal die Stufen. Dann holen wir uns natürlich noch ein bisschen Glas. Passen natürlich auch wieder im dunklen Ton. Da wieder Blöcke wie Glasscheiben. Dann holen wir uns einen Hebel raus und einen Skelettschädel. Beginnen wir erstmal mit den Treppen. Die wollen wir natürlich einmal auf unserem Banners hier vorne einmal platzieren. Hinter den Treppen hier an den Seiten können wir erstmal, na gut, wir könnten ja noch eine ganze Reihe hier von unseren schwarzen Beton einmal platzieren. Hinter dem Beton setzen wir jetzt an den Seiten einfach mal hier eine Reihe. Ja, machen wir mal von unseren schwarzen Stufen eine Blockreihe hin. Dahinter könnt ihr dann einfach mal eine Treppenreihe platzieren. Hier in der Mitte könnt ihr gerne einen Block nochmal hinsetzen. Daran setzen wir wieder die Hinterräder. Ach, könnten wir auch wieder hier eine ganze Reihe einmal hinsetzen. Und auf der Rückseite setzen wir einfach mal ein paar umgedrehte Treppen hin. Auf unseren Hinterrädern können wir dann nochmal zwei normale Treppen platzieren. Und dann setzen wir nochmal ganz hinten noch eine weitere Stufenreihe rauf. Jetzt können wir auch gleich mal unsere Glasblöcke verbauen. Da setze ich mir jetzt hier einfach mal, ja würde ich mal sagen, hier hinten in die Lücke ein rein. Dann drei davor und ganz vorne setze ich mir einfach mal drei Glasscheiben hin. Jetzt würde ich mir natürlich noch gerne noch ein paar Seitenspiegel einmal basteln. Da setze ich mir jetzt einfach mal meine Skelettschäde so ein bisschen schräg, sag ich mal, dahin. Hebel an unserem Block einmal ran, dann ist schon der erste Seitenspiegel fertig. Auf der anderen Seite machen wir es natürlich nochmal genauso. So, Schädel hin und darunter dann einfach den Hebel. Der letzte Schritt jetzt bei unserem Wagen ist, ihn natürlich jetzt noch anzumalen. Da kannst du natürlich Farben nehmen, wie du willst. Ich habe mich jetzt mal für Blau und Schwarz entschieden. Das platziere ich mir jetzt mal hier auf der Vorderseite. In der Mitte mache ich dann das Ganze einmal schwarz. Ich würde mal sagen, der Motorblock, der guckt noch ein bisschen hervor. Da nehmen wir mal einen schönen Tageslichtsensor. Sonst kannst du natürlich die Farben dir entscheiden, wie du ihn jetzt natürlich hier so anmalen möchtest. Na gut, dann nehmen wir noch ein paar Knöpfe raus. Wir wollen natürlich noch ein paar schicke Felgen haben. Machen wir natürlich wie immer auf beiden Seiten. Ne, das sieht dann gut aus. Dann kommen wir schon zur Rückseite. Hier mache ich mir natürlich noch einmal einen Auspuff hin. Und ich würde sagen, unseren Wagen, den tun wir noch so doll auf, dass wir uns hier noch so einen kleinen Heckspoiler mal machen können. Einfach andere Soundton nehmen von der Farbe her. Passen dazu dann natürlich die gleichen Falltüren. So, die setzen wir einmal rauf. Dann haben wir einen schicken Spoiler hinten. Und dann machen wir natürlich noch ein Kennzeichen hin. Da kannst du ein Schild nehmen, was du willst. Meine Empfehlung wäre jetzt hier für die Farbe einfach mal das Würschild. Mache ich mir einmal von hinten hin und vorne, sage ich mal, bei unserem Motor, zack, setze ich mir auch noch mal eins hin, dann passt das Ganze. So, Kiste müsste leer sein, ja, nichts mehr drin. Und dann ist unser schöner, getunter Wagen jetzt fertig. Und dann könnt ihr gleich zum nächsten Tuning-Treffen fahren. Und ich sage euch, die Leute, die gucken alle, ne, wenn ihr mit so einem Wagen erstmal vorfahrt. So, wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Wir haben jetzt einen schicken, getunten Wagen hier auf unserer Straße. Gleich einsteigen und zum nächsten Tuning-Treffen fahren. Muss natürlich erstmal noch Nacht werden, damit das Ganze hier natürlich ein bisschen zur Geltung kommt. Andernfalls, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du wie immer oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst abonnier noch gerne den Kanal, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao. Thank you.